Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading für den Monat August. Ja, ich habe mit euch begonnen, denn der kommende Vollmond am Dienstag steht ja in einem Luftzeichen im Zeichen des Wassermanns und ich bin sehr gespannt, welche Energien, welche Aufgaben, welche Themen sich jetzt gleich für euch zeigen werden. Wie immer bei den allgemeinen Readings, spür einfach hinein, ob du damit in Resonanz gehst. Und wenn du nach relativ kurzer Zeit merkst, das ist nicht mein Reading, dann schau dir gerne noch die Legung zu deinem Aszendenten oder deinem Mondzeichen an, falls das einer anderen Elementegruppe entspricht. Die Videos werden in den kommenden Tagen dann alle online gehen. Ja, ihr seid die Ersten heute, meine Lieben, und ich habe mir überlegt, ich mache das mal so, ich mische eine einzige Karte als Hauptthema heraus aus dem Deck Feuer, Herz und Flügelschwert. Das sind die Tarotkarten mit den Zitaten. Dann bitte ich um 3 Klärungskarten aus dem Rider-Waite-Tarot und jeweils zu jeder Tarotkarte noch um eine Klärungskarte aus dem Epic Light Lenormand. Das ist die Legeform für dieses Mal. Ich wechsle das ja immer ein bisschen ab, aber das fand ich jetzt irgendwie stimmig. Also meine Lieben, wir schauen mal ein Hauptthema. Welches Hauptthema ist jetzt wichtig für euch im August? Worum geht es, liebe Luftzeichen? So, da fallen 2. Ich schaue mal intuitiv, welche kommen möchte. Okay, wir wollen uns nur eine Karte anschauen und wir schauen mal. Ah, hier sind die 8 Kelche gefallen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Vielleicht hast du ja heute sogar schon mein Zwischenzeit-Reading für August gesehen und da fiel diese Karte ebenfalls. Und hier auf der Karte heißt es, als ich des Suchens müde war, lernte ich das Finden. Als ich des Suchens müde war, lernte ich das Finden. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade sehr berührt davon, wie stimmig nicht nur die Karte, sondern auch das Zitat zu dem Reading von vorhin ist. Ja? Also wenn du das Zwischenzeit-Reading für August noch nicht gesehen hast und gehst jetzt mit dieser Botschaft in Resonanz, dann schau dir sehr gerne dieses Video an, denn das könnte letztendlich die Überschrift von dem Zwischenzeit-Reading gewesen sein, denn da ging es ja darum, dass man vielleicht schon längere Zeit etwas sucht, auf etwas wartet oder etwas mit sich herumträgt, ja, dass es jetzt loszulassen gilt, um wieder glücklich und erfüllt zu sein. Und im Rider-Waite-Tarot ist es ja diese Karte, da macht sich der Mann auf in die Nacht. Er verlässt 8 aufrechte Kelche und wagt den Sprung ins Unbekannte. Er sieht gar nicht genau, wie sein Weg verlaufen wird, aber er geht los, weil er spürt, dass die Situation, in der er sich befindet, keine Option mehr für ihn ist. Ja? Und wenn das hier als Hauptthema fällt, dann könnte es sein, dass du dich eben in genau so einer Situation befindest, dass du zwar lange Zeit dort ausgehalten hast, denn 8 Kelche sind ja auch keine Kleinigkeit, ja, aber du weißt, dass du hier niemals die 10 Kelche erhalten wirst. Also eine Situation, die du zwar vielleicht ja einst für okay gehalten hast, so möchte ich es mal formulieren, die du vielleicht auch noch eine Zeit lang durchhalten könntest, ja? Aber im Grunde genommen zieht es deine Seele von dort weg. Ja? Also so spüre ich das und das ist die Energie der 8 Kelche. Ich bin jetzt gespannt. Wir schauen mal, wie sich das jetzt im Einzelnen vielleicht für dich zeigen könnte. Wir bitten mal um eine erste Klärungskarte zu den 8 Kelchen. Ja, schaut mal, wie stimmig ist das denn, die 5 Münzen. Das passt sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Vielleicht stapfst du schon in einer bestimmten Lebenssituation seit längerer Zeit hier durch den Schnee. Ja, du siehst auf der Karte die zwei Menschen, die hier den Weg wählen, weiterhin in einer ja, ziemlich leidvollen Situation zu wandeln. Du siehst auch, der eine Mann geht hier an Krücken. Ja, die Menschen tragen Verletzungen an sich, haben Verbände. Eigentlich wäre es möglich, umzudrehen und sich hier in das hell erleuchtete Kirchenfenster zu flüchten, aber sie tun es nicht. Ja, und möglicherweise weißt du jetzt schon, um was es bei dir geht. Eine Situation, in der du vielleicht lange etwas gesucht hast, du hast es aber nicht gefunden, entweder ein bestimmtes Ergebnis oder Wertschätzung, Liebe, Erfolg, Verbindung, ja, alles, was für dich jetzt hier in Frage kommt. Und wenn du dich aber entschließt, dieses Suchen jetzt aufzugeben, dann könnte es für dich möglich sein, umzudrehen und dich hier in dieses hell erleuchtete Fenster zu retten, ja, nämlich zu sagen, okay, ich habe verstanden, dieser Weg hier ist kalt, ist schmerzlich und da gibt es keine Verbesserung. Also wirklich in der Tat sehr, sehr, sehr ähnlich zu den Energien des Zwischenzeit-Readings. Wir bitten mal um eine zweite Karte. Warum fallen hier die 8 Kelche? Eine Karte bitte noch zu den 8 Kelchen. Wow! Schaut mal, wie wunderschön dieser Gegensatz hier ist, ja, von der Energie zu dieser Energie. Hier fallen die 9 Münzen und das ist eine Karte, die steht für die Selbstliebe, für, ja, vielleicht auch dieses Stadium, bei sich selbst angekommen zu sein. Wenn du jetzt nochmal an das Zitat denkst, als ich des Suchens müde war, lernte ich das Finden, so hätte man eigentlich aus dem ganzen Deck und so ein Tarot hat 78 Karten, keine beiden passenderen Karten heraussuchen können, um dieses Zitat als ja, sehr, sehr stimmig zu beschreiben, denn die 5 Münzen könnten wir für das Suchen, ja, nach etwas hier betrachten. Diese beiden Menschen stapfen durch den Schnee, weil sie auf der Suche nach etwas sind, ja, und vielleicht schon sehr lange. Und da nehmen sie auch Verletzungen in Kauf, da nehmen sie die Kälte in Kauf, da nehmen sie ungemütliche Situationen in Kauf, weil sie daran festhalten, dass sie etwas Bestimmtes finden. Und diese Frau hier auf dieser Karte, die hat das Suchen im Außen, im Schnee, im Kalten, im Ungemütlichen aufgegeben und hat dabei sich selbst gefunden. Ja, wow, also das ist jetzt sehr, sehr spirituell, dieser Aspekt, denn diese Karte verkörpert ja eine Frau, die vollkommen bei sich angekommen ist, ja, die ihren Wert erkannt hat, die in sich selbst ruht, die eben nicht mehr auf der Suche im Außen ist, die verstanden hat, dass all das, was sie jemals im Außen gesucht hat, ob es jetzt Liebe ist, ob es Lob ist von anderen Menschen, Bestätigung, Anerkennung, im Prinzip sie sich selbst geben kann, um dann eine Basis zu haben, bezüglich ihrer Selbstliebe und ihres Selbstwertes. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber es ist ja nicht Sinn des Lebens, sich immer nur alles selbst zu geben. Das will ich damit auch nicht sagen. Aber was ich damit sagen will, ist, solange du in diesem energetischen Zustand bist, ja, dass du also auf der Suche bist nach etwas im Außen, sei es noch so beschwerlich, ja, du hältst eine Situation aus, weil du immer noch glaubst, da bekommst du etwas, was du dir wünschst, wirst du, auch wenn du das Gesuchte findest, nicht glücklich sein können, zumindest nicht dauerhaft. Denn die Basis, ja, der Grundstock, den wir brauchen, um
In einer Lebenssituation glücklich zu sein, auch mit einem anderen Menschen, ist dieser hier. Nämlich das Ankommen bei uns selbst, dieses in sich selbst ganz und heil zu sein. Als ich des Suchens müde war, lernte ich das Finden. Wunderschön, meine Lieben. Eine dritte Karte noch. Zu den 8 Kelchen. Ja, da fällt jetzt noch die Münzkönigin. Wenn du als Frau zuschaust, bist du das. Wenn du als Mann zuschaust, dann darfst du das gerne als den Münzkönig sehen. Ja, in den allgemeinen Readings kannst du die Königsgeschlechter sozusagen an deine Situation anpassen. Es sei denn, es geht in deinem Leben um eine Frau, die sich gerade vielleicht auch in diese Münzkönigin hineinentwickelt. Denn das ist eine Frau, die erkennt ihren Wert. Schaut mal, die betrachtet hier diesen goldenen Taler auf ihrem Schoß und sagt, ich bin Gold. Ich habe Glück verdient. Ich habe Fülle verdient. Ich habe Freude verdient. Ja, ich habe es nicht verdient, durch den Schnee zu stapfen und etwas zu suchen, von dem ich gar nicht weiß, wo und ob und wie ich es finden kann, sondern ich entdecke den Schatz in mir selbst. Ja, eigentlich ist das ein sehr schöner Satz, ja, hebe den Schatz in dir selbst. Ja, wunderschön. Ich bitte jetzt mal noch um jeweils eine Klärungskarte hier aus dem Lenormand. Zu den 5 Münzen. Um was könnte es sich hierbei handeln? Ja, schau mal, deine Seele hat unglaubliche Sehnsucht danach, deine Lebensreise fortzusetzen. Hier fällt das Schiff. Vielleicht hast du auch Sehnsucht nach etwas, ja, was du dir gern in deinem Leben wünschen würdest. Das ist aber nicht da. Dann sagt dir diese Kartenkombination aber ganz klar, wonach du dich jetzt sehnst, findest du höchstwahrscheinlich in dir selbst. Ja? Entschuldigt bitte, meine Lieben, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ich hoffe schon immer, wenn ich ein Video anfange, dass ich nicht husten muss, aber gut, kommt dann doch mal vor. Also, deine Seele sehnt sich nach Veränderung, diesen Ort hier zu verlassen. Nicht länger durch den Schnee zu stapfen. Ja, folge dieser Sehnsucht. Jetzt haben wir hier 2 Karten. Ich schaue mal hier die beiden an. Das ist der Baum und die Maus. Die Mäuse negieren angrenzende Karten, also oder machen die Wirkung zunichte. Ja? Ich glaube, dass es für dich darum geht, dass du mittlerweile sogar schon erkannt hast, dass dein Körper leidet, wenn du länger durch den Schnee stapfst, ja. Ich habe hier so diese Karte im Kopf, noch 5 vor 12. Vielleicht ist es für dich höchste Zeit, etwas zu verändern, eine Situation zu verlassen, die auch schon gesundheitlich an dir nagt. Das war mein erster Impuls. Aber es kommt mir auch in den Sinn, dass du dir vielleicht bislang nicht zugetraut hast, die Situation zu verlassen. Vielleicht haben dich auch Ängste bisher davon abgehalten. Das passt auch gut zu den 8 Kelchen. Ja, denn das ist ja so eine Karte, die hat von der Energie her vor allem diesen Aspekt, dass man eine Situation verlässt, obwohl es einem vielleicht ein bisschen mulmig ist, weil man noch gar nicht weiß, wo es danach hingeht. Aber man geht, ja, weil man spürt, diese Situation hält mich auch von meiner Lebenskraft ab. Ja, der Baum steht ja auch für unsere Lebenskraft, auch für unsere Lebensaufgabe. Also vielleicht erkennst du im August sehr deutlich, ja, dass es auch deine Aufgabe ist, die sich deine Seele für diese Inkarnation auch vorgenommen hat, hier dir zuliebe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das so eine schöne Wortwendung, ja. Dir zuliebe, eine Situation hinter dir zu lassen. Eine Klärungskarte noch zur Königin der Münzen. Hoppla, das ging schnell. Ja, hier steht, hier fällt die Nachricht oder der Brief. Was ich hier sofort fühle, ist, dass du dir eventuell mal selbst einen Brief schreiben könntest.
Ich habe die Übung in manchen Videos vorgestellt. Ich habe sie selbst kennengelernt im Rahmen einer Therapie vor ganz vielen Jahren bezüglich meiner Essstörung. Und da sollte ich mir selbst einen Liebesbrief schreiben. Ich weiß nicht mehr, wie lang ich vor dem leeren Blatt gesessen bin und habe überhaupt nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil ich mich zum damaligen Zeitpunkt meines Lebens überhaupt nicht liebenswert fand. Ja, überhaupt nicht. Aber wir mussten tatsächlich so lange da sitzen, bis uns zumindest ein paar Wörter einfielen, die wir an uns selbst richten können. Also das wäre mal eine schöne Übung, die du dir für den August vornehmen könntest, dir selbst einen Liebesbrief zu schreiben, oder aber du setzt dich mal hin und formulierst ein paar Sätze, die dir aufzeigen, warum du eine bestimmte Lebenssituation verlassen solltest. Und da gibt es ebenfalls eine gute Übung, die du da mit einbeziehen kannst, die ich dir gerne weitergeben möchte. Wenn du in einer Situation bist, ja, nehmen wir an, ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen, dann ist es ein bisschen einfacher zu erklären. Du bist in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, die nicht wirklich gut läuft. Dann stell dir mal bitte diese Partnerschaft oder Verbindung als Kuchen vor, als runden Kuchen. Und dann schneide mal in Gedanken das Kuchenstück heraus, das symbolisch für den Anteil prozentual betrachtet steht, in der du in dieser Verbindung glücklich und erfüllt bist. Also, wie groß ist das Kuchenstück, das als Repräsentant für dein Glück, für deine Unbeschwertheit, für deine Leichtigkeit, für deine Glückseligkeit in dieser Verbindung steht? Und das kannst du auch schriftlich machen. Da malst du dir mal dieses Kuchenstück auf, ja, also den ganzen Kuchen, und dann malst du dieses Kuchenstück aus und dann schaust du mal, wie viel vom Kuchen jetzt übrig bleibt, denn das ist der Teil, der repräsentiert den Anteil, in dem du in dieser Beziehung eigentlich unglücklich, nicht erfüllt, nicht leicht, ja, nicht glückselig bist. Und das ist, wenn ich diese Übung erinnere, wie ich sie kennengelernt habe und habe das mal gemacht, erschreckend, ja, weil mein Kuchenstück war wirklich sehr, sehr klein, was ich da herausgeschnitten hatte. Und sich das wirklich mal vor Augen zu führen, das hilft dann vielleicht auch, dass du dir dann mal noch ein paar ermutigende Sätze aufschreibst, warum es für dich so wichtig ist, diese Situation zu verlassen. Ja, etwas zum Abschluss zu bringen. Ja, wir schauen uns noch die Unterseiten der Decks an. Ja, na passend, da geht's nicht, meine Lieben. Hier wird das nochmal bestätigt. Im Tarot liegen hier die 6 Schwerter. Auch wieder für das Verlassen einer Situation. Was ist der Unterschied zwischen den 8 Kelchen und den 6 Schwertern? Die 8 Kelche zeigen, dass man aus dem Gefühl heraus, weil man seinem Herzen, seiner Intuition folgt, eine Situation verlässt, obwohl man vielleicht noch ein bisschen Angst hat, ja, aber man folgt der inneren Stimme. Bei den 6 Schwertern, die Schwerter, Luftenergie, ja, stehen für die Gedanken im Tarot, ist es so, dass auch bei genauerer Betrachtung, und da könnte es sehr hilfreich sein, diese Dinge mal aufzuschreiben, ja, eigentlich es keinen anderen Weg gibt, als eine Situation zu verlassen. Also hier weiß man genau, was man tut, möchte nicht mehr dort bleiben, geschweige denn hierhin zurückkehren. So, im Lenormand haben wir das Paar. Also es kann sich durchaus bei einigen von euch hier um eine Beziehungssituation handeln, denn diese Karte steht für eine Beziehung, auch für eine Wunschbeziehung, ja. Möglicherweise stapfst du mit einem Wunschpartner, einer Wunschpartnerin, könnte sich um einen Seelenpartner handeln, ja, schon lange Zeit hier durch den Schnee, und es ist jetzt für dich an der Zeit, hier nicht mehr zu warten, zu suchen, etwas, was du vielleicht dort nicht findest, ja, sondern dich selbst zu finden.
Ja, das ist ja gerade so, vor allem im Kollektiv der Seelenpaare, ein großes Thema, ja, den Fokus abzuziehen vom anderen und hinzurichten zu dir selbst. Ja, aber grundsätzlich geht es um Verbindungen, ja, also auch wenn das jetzt für dich hier vielleicht um eine Freundschaft geht oder eine Familienbeziehung, dann dürfte das sehr stimmig für dich sein. Ja, und ob es stimmig war, das schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr mir mitteilt, ja, ob es gepasst hat. Und wie gesagt, wenn nicht, dann schau dir gerne noch das Reading für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Liebe Luftzeichen, ich wünsche euch einen kraftvollen August. Es wird sehr hochschwingend sein im August. Wir haben 3 Monde im August. Wir haben Transformationsenergien, wie schon lange nicht mehr, aufgrund auch des Mondknotenwechsels in den Widder, vom Zeichen Stier in den Widder, den wir ja zum letzten Neumond hatten. Der Widder bringt Tatkraft ins Kollektiv und es fällt uns leichter, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht schon längst überfällig waren. Ja, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald, eure Uli. Tschüss.